The Art of Rauchen. Bitte schön. Der Polizeispitzelraucher. Der Typ, den ihr sucht. Der ist Winnie. Der Polizeispitzelraucher verkörpert den gehetzten Typ des Verzweiflungsrauchers. Ständig befindet er sich auf der Flucht. Die Technik des getriebenen Polizeispitzelrauchers wird ebenfalls praktiziert von Drogendealern, Staubsaugervertretern, erfolglosen Musikern und tragischen Laberbacken im Allgemeinen. Der individualistische Selbstdreher. Der notorisch individualistische Selbstdreher zelebriert das Rauchen als Akt des freiheitlichen Aufbegehrens. Jede selbstgedrehte Zigarette ist eine flammende Fackel des Andersseins im Sturm der Gleichschaltung. Tabakklumpen im Mund werden hierbei nicht als Manko, sondern als Trophäe gesehen. Diese Technik ist häufig bei Künstlern, Rockfestival-Organisatoren und Typen zu finden, die gerne an Autos rumschrauben. Der Hollywood-Nazi-Raucher. Es ist nicht überliefert, ob Nazis tatsächlich so geraucht haben. Geht es nach Hollywood, so hat das Herrenmenschentum jedoch seinen Niederschlag auch in einer bestimmten Rauchtechnik gefunden. 60 Jahre nach Kriegsende ist diese Rauchtechnik heute noch bei Pförtnern, Schrankenwärtern, Fahrkartenkontrolleuren und anderen Berufen mit Drangsalierungspflicht anzutreffen. Der britische Working-Class-Raucher. Der britische Working-Class-Raucher veranschaulicht mit seiner Rauchtechnik eine allgemeine Lebensgeducktheit und steht eigentlich immer im Regen. Auch hierzulande wird diese Rauchtechnik gerne von Dachdeckerlehrlingen und anderen ehrbaren Handwerksburschen praktiziert. Häufig sieht man diese Technik auch gegen 6.30 Uhr morgens an ländlichen Bushaltestellen. Der Kiffer. Auch wenn der Kiffer eine nicht geladene Zigarette zu sich nimmt, kann er sein Kiffertum nicht verhehlen. Er verrät sich durch seine poetisch gestaltende Art der Rauchwolkenbildung. Ganze Wolkentürme kommen ihm von den Lippen, in deren Betrachtung er sich meditativ verlieren kann. Der Rockerraucher. Der Rockerraucher ist ein extrem hartgesottener Typ. Dies veranschaulicht er durch das ständige im Maul balancieren seiner Zigarette und der Inkaufnahme des schmerzhaften Augenrauchens. Der Rockerraucher hat die Kippe vor allem deshalb ständig in der Visage, weil er seine Hände zum Rumschrauben an Gitarren benötigt. Der rücksichtsvolle Raucher. Der rücksichtsvolle Raucher ist eine besonders nervige Type. Ständig wedelt er auf potenzielle Nichtraucher achtend in der Luft herum und bläst den Rauch mit verrenktem Hals übervorsichtig durch die Weltgeschichte. Der rücksichtsvolle Raucher ist ein Klemmraucher voller Komplexe und Schuldgefühle. Der Nichtraucherraucher. Der allerschlimmste Typus des Rauchers. Der hauptberufliche Nichtraucher gefällt sich in seinen seltenen Flirts mit der Verkommenheit. Der Anblick des rauchenden Nichtrauchers stimmt jedoch so tragisch wie der eines Huhns beim Flugversuch. Lässigkeit geht ihm ebenso sehr ab wie Gemütlichkeit. Er ist eine Schande für die gesamte Raucherspezies.